Und da sind wir wieder zurück bei Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Wir sind jetzt hier auf, ja, verkleidet mit Sherlock Holmes auf der Suche nach einem Mann. Ich bin mir nicht ganz sicher nach wem, aber irgendwer versteckt sich hier wohl. Wir hatten diese Flasche mit dem Alkohol von hier bei dem toten Johansson gefunden und verfolgen jetzt diese Spur. Und Holmes hat eben erzählt, es sei sein Bruder, den wir da suchen, und wurden daraufhin an die Ruinen im Wald verwiesen. Deswegen, das ist nicht der Weg. Deswegen, ja, und ich habe, wie schon gesagt, da ein ganz, ganz negatives Gefühl. Ich glaube, es war relativ schwer, diese Ruinen zu Nicht finden. sehr einladend. Ja, okay. Wir haben hier Fußspuren, die wir aber nicht vermessen können, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ich möchte halt jetzt ungern gleich wieder alles zurücklaufen müssen, weil ich hier irgendwo am Rand. Und genau, hier fängt es schon an. Weg nach rechts, Weg nach links. Wir gehen hier mal nach rechts. Okay, hier gibt es einen kleinen Tümpel. Mal an dem Tümpel vorbei. Ah, halt, Moment, da Das ist ein muss ein Stein. Hinweis sein, aber in welche Richtung? Ah, da ist ein Pfeil drauf. Okay. Oh Gott. Habe ich hier nochmal irgendwelche Pfeile? Ich bleibe einfach mal wieder bei dem rechten Weg. Das kann ich mir vielleicht dann besser merken, wo ich schon überall war. Wenn ich einfach immer nach rechts gehe, beziehungsweise wenn ich die Wahl habe, Achtung, immer. ich werde beobachtet. Was? Okay. Ich kann nicht weitergehen. Achtung, ich werde beobachtet. Okay, hier ist eine Sackgasse. Aber wir mussten ja wohl in die Sackgasse, sonst hätten wir ja nicht erfahren, dass Holmes beobachtet wird, oder? Okay, dann versuchen wir es halt mal da lang. Was kann das sein? Was kann was sein? Ich sehe nichts, ich höre nichts. Oh Gott, wollt ihr mich verarschen? Da finde ich doch niemals zurück. Ihr wollt mich echt verarschen, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh Gott, das ist tatsächlich genau, wie ich es in Erinnerung habe. Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Hatte ich eh hier gerade in dem Weg rum, in dem Wald rum. Und habe keine Ob das Ahnung, wo noch ich. weit ist? Puh, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh oh. Scheiße. Es ist tatsächlich genau, wie ich es in Erinnerung habe. Es ist hier mega verworren und nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, wir müssen nachher auf dem Rückweg gegen einen Timer arbeiten. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es gab einen Timer auf dem Rückweg. Ich kann nicht weitergehen. Ach, Scheiße. Okay. Ich habe halt echt keine Ahnung mehr. Das sind einfach zu viele Wege. Hier sieht halt alles gleich aus. Ich könnte noch mal laden und. Was haben wir hier? Hier liegt irgendwas. Ich könnte noch mal laden und mir eine Karte oder sowas malen. Oh, scheiß doch die Wand an. Ernsthaft jetzt? Und dann diese ganzen Kamera wechseln auch noch immer wieder, ne? Boah, Spiel, willst du mich eigentlich verarschen? Wie soll ich denn hier jemals irgendwo hinfinden? Ich kann nicht weitergehen. Heilige Scheiße. Ich kann nicht weitergehen. Okay. Immerhin sind Sackgassen relativ eindeutig als solche gekennzeichnet. Ich kam übrigens davon von da unten. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich glaube, hier war ich schon mal.
Ich rieche Rauch. Da hinten brennt's. Nennt mich paranoid. Aber ich hab'n Timer im Hinterkopf. Ich weiß nicht, wann der startet. Schnell. Ich brauche Wasser, um das Feuer zu löschen. Andernfalls verlieren wir kostbare Beweise. Verdammte Scheiße. Zum Glück erinnere ich mich noch an sowas. Oh Gott. Ich muss zurück. Da lag am Wegesrand irgendwas, was wir nicht mitnehmen konnten. Das war eine Flasche oder sowas. Ein Eimer oder so. Das, was ich noch gedacht habe, was ist das? Was ist Braunes? Und ich glaube, der kam von da. Was Braunes und ich nicht wusste, was es ist. Ja, genau, das ist es. Hier, ist der Eimer. Okay, den können wir jetzt mitnehmen. Und dann hatten wir den Tümpel, aber der war doch ganz, ganz am Anfang. Ich muss Wasser finden. Oh Gott. Warum? Es regnet doch. Warum brauchen wir Wasser? Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe doch keine Ahnung mehr, wo der Tümpel war. Nee, da war er nicht. Oh Scheiße, wir werden es nicht schaffen. Ich habe doch keine Ahnung mehr, wo der Tümpel war. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Und selbst wenn ich den Tümpel gefunden habe, muss ich ja wieder zurückfinden und... Oh nein. Ich bin doch nicht weit genug zurück und ich halte mich halt gerade schon wieder an meine Rechtsabbiegen-Taktik, ne? Ich bin doch nicht weit genug zurückgelaufen. Scheiße, da hinten ist wieder die Sackgasse, ne? Ja, fuck! Aber das war in der Nähe vom Tümpel. Das war in der Nähe vom Tümpel. Ah, da ist er! Eimer! Wasser! Rein! Sherlock, beeil dich! Die Beweise verbrennen. Okay, schnell, lauf. Renn, Holmes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird so knapp, das wird so knapp, das wird so knapp. Beweg dich. Oder bin ich von da gekommen? Ich weiß es doch schon nicht mehr. Holmes, jetzt renn halt. Ihr hört mich wahrscheinlich klicken, aber er bewegt sich nicht. Ah! Junge. Schwing deinen Detektivarsch, ich sag's dir. Bewegt sich halt einfach immer nur so. Ja, du, so ein bisschen. Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Komm ich von da hinten oder komm ich von da rechts? Da kann man nicht weiter, hat er gesagt. Da hinten bei dem Baum. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es so sehr. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Welcher Weg war das? Bei dieser großen Kreuzung. Welcher Weg war es? Ich muss irgendeinen nehmen. Scheiße. Holmes, ernsthaft jetzt? Spiel! Ich klicke! Beweg dich! Das war's nicht. Oh Mann. Und weil er halt natürlich an jedem verdammten Kiesel hängen bleibt. Oh, wir sind so knapp. Es ist so kurz davor. Das sind gerade die letzten 50 Meter und da... Okay. Der Fall wurde geschlossen. Sie haben es nicht geschafft, rechtzeitig alle nötigen Beweise zusammenzutragen. Miss Lavinia wurde des Mordes an ihrem Vater angeklagt und zum Tode verurteilt. Hermann Grimble, Sir Bromsbys rechte Hand, nahm sich wenige Monate nach diesen Geschehnissen das Leben. Bromsby Enterprises ging zugrunde, was die Stadt in eine große Krise stürzte. Das Bedauern über dieses unglückselige Ereignis und mein Versagen, diesen Fall zu lösen, werden mich ein Leben lang begleiten. Ja, wir laden und ich werde... Keine Ahnung, wie ich es mache. Ich werde wahrscheinlich eine Karte offscreen zeichnen und mir einfach dann genau aufschreiben, wo ich wie wann hin muss. Und dann werden wir es nochmal probieren. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder hier bin. Und mit dem Eimer Wasser zurückkomme. Bis dahin. Boah, ich sag's euch, was ein Kampf das war. Schnell das Feuer aus jetzt. Was für ein Kampf.
So, und jetzt habe ich keine Ahnung, wie lang die Folge schon ist. Gerade Moment, ich muss mal kurz nachschauen. Okay, es waren jetzt quasi wirklich nur ungefähr 10 Minuten, die ich hier durch die Gegend gerannt bin. Ich habe ungefähr 4 davon versucht. Ich sehe nicht die Hand vor Augen. Aber, boah, das hättet ihr euch echt sparen können, Leute. All diese Dokumente wurden gesammelt und verbrannt. Ich muss anderswo Beweise finden. Wie? Sie sind jetzt doch verbrannt, obwohl ich rechtzeitig war? Wollt ihr mich verarschen? Oh Mann. Okay, Fußspuren. Die können wir wieder ausmessen, ich oder? Ich kann diesen Fleck nicht gut genug sehen, um ihn identifizieren zu können. Okay, dann machen wir doch mal hier die Kerze an, oder? Ah, jetzt kann ich besser sehen. Gut, dann hier miss mal aus. Ich brauche noch etwas. Okay, dann Lupe. Das ist Tinte. Sie ist nicht aus England. Und da goss ich vor 2 oder 3 Tagen über den Boden. Okay, die Fußabdrücke hier, die willst du nicht vermessen? Jemand hat hier geschlafen. Okay. Jemand hat hier... Gut, jemand hat da geschlafen, na dann. Ach, halt, hier eine ist noch... Eine Flasche geschlafen. Alkohol aus der Abtei von Richmond. Mhm. Jemand hat hier geschlafen und Alkohol gesoffen. Jemand hat oft hier gekniet. Wie seltsam. Der Stein sieht doch überhaupt nicht auffällig aus. Ich brauche noch etwas. Okay, das Messer! Ah, ich hatte recht. Es bewegt sich. Sehr interessant. Diese Briefe sind verblichen und unleserlich. Okay, aber der hier ist noch gut. Diese Tinte wird nicht in England hergestellt. Okay, was haben wir denn da? Abtei von Richmond. Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Kloster eines angelikanischen Mönchsordens. Großer Nationalforst. Brief eines Alkoholikers. Oh, heilige Scheiße. Okay, ich habe mich stets bemüht, Langeweile und jede mögliche Weise, auf jede mögliche Weise zu vermeiden. Zuerst waren es nur einige Runden mit meinen Freunden, dann der Alkohol, immer wieder der Alkohol, immer wieder, immer wieder, immer. Ich könnte es 100 Male schreiben. Genug, genug, genug. Meine Geschichte ist nicht so viel wert wie die Geschichte jedes anderen. Meine Geschichte ist so viel wert wie die Geschichte jedes anderen. Ich habe nichts getan, wofür ich mich schämen müsste. Nichts. Ich wurde... keine Ahnung und missverstanden? Ruiniert und missverstanden. Okay, ich wurde ruiniert und missverstanden. Das Schwein genoss den Erfolg, den ihm das Geld meiner Mutter ermöglicht hatte. Ah, okay, es ist der Sohn von der verstorbenen Schwester. Das ist Collins. Das Schwein genoss den Erfolg, den ihm das Geld meiner Mutter ermöglicht hatte, aber die Hälfte dieses Geldes, das ihm gehört, muss nach allem, was rechtens ist, mir zurückgegeben werden. Absolut hohes Gericht, die Hälfte. Und ich hatte nicht vor mich... Es ist so einfach, wenn man weit weg ist und träumt mit den Außenständen. Ich müsste niemals auf diesen verfluchten Kontinent zurückkehren. Schatten... Was? Des Teufels? Gott, sag mal, also ganz ehrlich, bei den neuen Spielen, dass man sich das in Druckbuchstaben einblenden lassen kann, absoluter Traum. Mir wurde in der Schule davon erzählt, dass ich, als ich noch klein war, Schatten des Teufels. Ja, bestimmt, es sind Dämonen. Sie flüstern dir süße Worte ins Ohr. Sie hören dir zu und Himmel machen Versprechungen. Wenn das Schreibschrift allein schon schwer genug zu lesen für mich, weil ich es schon seit Jahren nicht mehr musste. Aber diese krakelige Schreibschrift, ey, Kudos an alle Lehrer da draußen. Sie flüstern dir süße Worte ins Ohr, sie hören dir zu und machen Versprechungen. Sie sagen, sie würden dir helfen, wenn es dir schlecht geht, aber nein. Sie helfen dir beim Aufstehen, nur um dich in die Hölle führen zu können. Sie haben
Sie hoben mich hoch, einer unter jedem Arm, aber als ich sie inmitten ihres Geplappers um Schweigen bat, hörte ich das Geräusch ihrer Dämonen schwingen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt passt. Das sind halt noch so Worte wie Geplapper. Also, hörte ich das Geräusch ihrer Dämonen schwingen. Dämonen. Nicht absichtlich getan, ich schwöre es. Ich bin sicher, er wusste es. Aber warum Geld? Es ist gewiss hohes Gericht, nie. Zum Glück ist es vorbei. Oh, Himmel! Was für ein Krampf! Dringender Patch nötig. Die ganzen Texte bitte in Druckbuchstaben, danke. Okay, na komm. Boah, ich habe diese Suche nach den Hotspots hier so langsam echt ein bisschen satt. Lass mich raten, er braucht noch was. Muss ich jetzt eben noch zurücklaufen, oder? Nee, bestimmt habe ich hier noch nicht alle Hinweise gefunden. Ich bin mir aber sicher, es ist Wyatt Collins. Da bin ich mir zu, ich will jetzt mal sagen, 95% sicher. Wenn nicht sogar zu 99%. Jemand? Diese Briefe sind verblichen und unleserlich. Ja, ist okay, aber was brauche ich hier noch? Was fehlt mir hier? Muss ich die Kniescheiben ausmessen, oder? Warum kann ich jetzt hier die Fußspuren nicht vermessen, weißt du? Das ist auch sowas. Überall willst du Fußabdrücke vermessen, nur hier jetzt nicht. Handschrift entspricht der Handschrift auf dem Papier in Grimbles Büro, das unter der Tigerstatue lag. Aber dieses Mal hat der Autor vor dem Schreiben einiges mehr getrunken. Ich finde, das Erpresser-Droh-Ding war wesentlich besser geschrieben. Ich brauche... Ah, hier kann ich die Fußabdrücke vermessen, aber nur hier. Fußabdrücke. Größe 10. Ja, ich sollte diesen Wald verlassen und mich zu Watson Danke. In Sherringford Hall gesellen. Ja, verlass den Wald. Bitte. Oh nein. Ich muss zurücklaufen. Ich will nicht zurücklaufen. Oh Gott. Also, Gronkh hatte ja mal den Begriff Wegverlängerungsspirale. Nee, war das Gronkh? Ich glaube, Gronkh hatte den Begriff Wegverlängerungsspirale geprägt. Oder es könnte auch irgendein anderer YouTuber aus der damaligen Zeit gewesen sein. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja, Wegverlängerungsspirale. Dieser Weg hier ist einfach nur dafür da, um das Spiel in die Länge zu ziehen. Einen anderen Sinn hat dieser Abschnitt nicht. Warum müssen wir jetzt hier zurücklaufen? Wir werden immer teleportiert. Aber hier müssen wir jetzt laufen, oder wie? Ich laufe jetzt einfach den Weg, den ich zu dem Weiher auch gelaufen bin. Zu dem Tümpel, wo ich Wasser holen musste. Weil ich... Da war relativ nah am Eingang, glaube ich. Das ist doch auch... Also, ach nee, komm. Das ist so unnötig. Das ist wie ein Kopf. Braucht keiner. Das braucht hier echt keiner gerade. Was denn? Jetzt läuft er hier schön. Ich klick und er läuft. Und beim letzten Mal, also an jedem kleinen Fitzelchen hier hängen geblieben. Da unten ist der Tümpel. Ich schmolle jetzt, weil das Spiel von mir echt verlangt, dass ich hier zurücklaufe. Das hat keinen Sinn und keinen Zweck. Das dient allein, das ist reine Schikane. Reine Schikane, sage ich euch. Reine Schikane. Oh, danke schön. Vielen Dank. So. Darf ich jetzt zurück in die Baker Street? Ja? Gehen wir zurück zu Sherringford Hall. Weißt du was? Nö. Ich mache an der Folge einen Schnitt und wir kehren beim nächsten Mal zurück nach Sherringford Hall, wenn ich mich ein bisschen von diesem Waldtrauma erholt habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.